This short text comes from a large collection, the Bomba Dongtao, the unimpeded clarity. Dieser Text hier stammt aus einer großen oder umfänglichen Sammlung der ungehinderten Klarheit. Which comes from the central compartment in a leather drum. Die aus dem zentralen, diese spezielle stammt aus dem zentralen Teil der Ledertrommel. That was found by Rigsin Godem. Von Rigsin Godem gefunden. In a cave in Sangsang Ladrak in Tibet. Einer Höhle in Sangsang Ladrak in Tibet gefunden. So it's a treasure text, that is to say, we believe that it was taught at the time of Padmasambhava in the 8th century and then hidden for future time. Es handelt sich also um einen Schatztext, gelehrt zur Zeit Padmasambhavas im 8. Jahrhundert und dann für spätere Zeiten sozusagen verborgen, um später gefunden zu werden. Generally speaking, lineage is very, very important in Tibetan Buddhism. Man kann allgemein sagen, dass für den tibetischen Buddhismus Übertragungslinien eine große Bedeutung haben. And there is always a great anxiety about contamination. Und es gibt immer die Befürchtung, dass da was verunreinigt werden könnte. A bit like with the example of the pot with old food in it. Bisschen wie in dem Beispiel des Gefäßes, wo noch alte Speisen drin sind. That something will be mixed into the Dharma. Dass quasi in den Dharma etwas hineingemischt wird. Now, of course, if we're going through a very traditional text to try to help you see how it might be relevant to your life, which is the main purpose of our study. Wenn wir also jetzt hier einen sehr traditionellen Text behandeln und natürlich der Hauptzweck unserer Studien darin liegt, dass diese Inhalte solcher Texte für uns in unserem Leben und in unserer Praxis uns weiterbringen. I will make use of examples from our culture. Werden entsprechende Beispiele eben auch aus dieser Kultur aufgeführt. This is not traditional. Und ich benutze hier Beispiele, die aus unserer Kultur stammen, die nicht traditionell sind. But I don't think it's contaminating of the tradition. Ich denke aber nicht, dass dadurch die Tradition verunreinigt wird. As long as the central points are clear, you can explain it with any kind of metaphor or example. Solange die essentiellen Punkte klar bleiben, kann man sie mit jedweder Art von Metapher wieder veranschaulichen. The key thing is, of course, that we don't mix it with our own ideas. Der entscheidende Punkt ist, sie nicht mit unseren eigenen Vorstellungen zu vermischen. Which is why we have to have a lot of devotion to the lineage and gratitude for what we receive. Das ist der Grund dafür, warum es wichtig ist, zur der Linie gegenüber Hingabe zu empfinden und Dankbarkeit für das, was wir bekommen. For example, in India, even if you go to the pharmacy to buy medication, you can never be quite sure whether it's adulterated or not. Wenn man in Indien in eine Apotheke geht, kann man sich niemals sicher sein, ob die Medikamente, die man da kauft, gefälscht sind oder nicht. Because people want to make money. Weil Leute ja Geld verdienen wollen. And some people, unscrupulous people, they don't really care if other people suffer. Es gibt skrupellose Menschen, denen es ist egal, ob andere leiden. Clearly the purity and the standardized quality of medication is very important. Eindeutig ist die standardisierte Qualität von Medikamenten etwas Wichtiges. So a traditional example is that we should regard ourselves as the patient. Traditionell wird als Beispiel und uns die Anweisung geben, dass wir uns als Patient betrachten sollten. In the Dharma is the medicine and the teacher is the doctor. Der Dharma, die Medizin ist und der Lehrer, die Lehrerin, der Arzt oder die Ärztin. And we should not see the Dharma as the musk pod. Und wir sollten den Dharma nicht wie einen Topf mit Musk, wie heißt das nochmal auf Deutsch? Und wir sollten auch den Lehrer oder die Lehrerin nicht als Moschustier betrachten. And you shouldn't see yourself as the hunter. Und sich selber nicht als Jäger oder Jägerin. Because of course we can be like that. We can be greedy. We want to get something. Natürlich können wir so sein. Wir könnten gierig sein, unbedingt was haben wollen.
And there's a big difference between if you take it out of desire or you receive it with gratitude. Und es macht einen großen Unterschied, ob man etwas aus Begierde an sich bringt oder es mit Dankbarkeit empfängt. Because then we want to make sure that it's of value. Denn wir möchten ja sicherstellen, dass der Wert da ist. And that if we contaminate the value, then something unhelpful will arise. Wenn wir den Wert verunreinigen, dann entstehen Dinge, die nicht hilfreich sind. Human beings are blessed and cursed with great creativity and imagination. Menschliche Wesen sind einfach mit großartiger Kreativität und Vorstellungskraft sowohl gesegnet als auch verflucht. Because of this we can transform anything that we see. Deswegen können wir ja alles transformieren, was wir sehen. This can become that, that can become this. Dies kann jenes werden, jenes dieses. But the more we mix things and evolve new patterns, we forget lineage. Je mehr wir Dinge miteinander vermischen, neue Muster entwickeln, desto mehr vergessen wir die Übertragungslinie. We live in this supposedly postmodern culture. Wir leben ja in dieser sogenannten postmodernen Kultur. Tradition was left a long time ago. We went through the modernist development of trusting, and now we have this more skeptical, even cynical way of moving things around, but not quite believing in what we do. Wir haben Traditionen lange hinter uns gelassen, sind durch die modernistischen Zeiten gegangen, wo einfach Dinge zu glauben oder Dingen zu vertrauen beliebt war, und sind weitergegangen in eine Zeit, wo jetzt nicht nur Skepsis, sondern tatsächlich auch Zynismus herrscht gegenüber Dingen, die scheinbar so sind, und was wir die ganze Zeit tun, ist einfach nur mit den Dingen frei zu jonglieren nach Gusto. When you go in these new building areas in Berlin, you can see that some of the architects have been infected with the dangerous disease of irony. Wenn wir in die Neubaugebiete teilweise hier in Berlin reinkommen, dann sehen wir schon, dass einige von diesen Architekten tatsächlich von der Krankheit der Ironie befallen waren, die sehr gefährlich sein kann. They do their drawings as some kind of inner joke, communicating with other architects, but we poor buggers have to live with it. Die haben wahrscheinlich, als sie die Pläne entworfen haben, sich belustigt und waren dann in einem von Ironie geprägten Austausch mit ihren Architektenfreunden, während wir armen Leute da drin wohnen müssen. And that's why classical design is not so bad. Und darum ist eigentlich klassisches Design gar nicht so schlecht. Because the buildings are human-sized. Weil die Gebäude der menschlichen Größe angepasst waren. They help to stabilize our centeredness in the world. Sie dazu beigetragen haben, unser Verwurzeltsein in der Welt zu stabilisieren. Tall, shiny skyscrapers have a very disconcerting effect on our embodied presence. Diese unglaublich hohen, glänzenden Gebäude, die haben einen disharmonisierenden Effekt auf uns. I think for many people they're not inspiring, they're just confusing. Für viele Leute sind sie auch nicht gerade inspirierend, sondern eher verwirrend. Diminishing. Vielleicht vermindernd. So again we have to come back to the question of intentionality. So kommen wir wieder auf die Frage der Intention zurück. The intention of this text, which we believe is taught by the primordial Buddha Samantabhadra himself. Und die Absicht dieses Textes, von dem wir annehmen, dass er vom ursprünglichen Buddha Samantabhadra stammt. We say himself, but Samantabhadra is really neither male nor female. Und ihm selbst sagt man auf Englisch wie auf Deutsch, aber tatsächlich ist natürlich Samantabhadra weder männlich noch weiblich. The mind has no gender. Geist hat kein Geschlecht. That this is the pure expression of awakening. Dass dieser Text hier der reine Ausdruck des Erwachens ist. So it's called the Monlam of Samantabhadra or Kuntusambho. Wird also das Gebet von Samantabhadra von Kuntusambho genannt. Mön means an aspiration, a hope, a wish, and Lam means a path. Mön bedeutet ein Bestreben, eine Hoffnung, ein Wunsch, und Lam steht für den Weg. And here I translated it as evocation. Ich habe das hier als Wachrufen oder Beschwörung, diese Übersetzung werdet ihr für evocation oft finden. Übersetzt. Because when we aspire to something, we
aim towards something which is not yet here. Wenn wir etwas anstreben, dann zielen wir auf etwas, was noch nicht da ist. But as you see, as we go into the text, it's seeking to evoke in us the veiled but clarifying awareness. Oh, I am not who I think I am. Denn während wir diesen Text behandeln, werden wir merken, dass dieser Text versucht oder diese Praxis versucht, diese Verbindung oder diese zwar teilweise verschleierte, aber dennoch klare Gewahrsein wach zu rufen, lebendig in uns wach werden zu lassen. Oh, ich bin gar nicht der, für den ich mich halte. I mean myself is like clothes. Ich meins, ich selber, das ist wie Kleidung. There's nothing wrong with clothes. Mit Kleidung ist nichts falsch. But clothes can only really reveal themselves when someone is wearing them. Aber Kleidung kann sich nur zeigen, offenbaren, wenn jemand sie trägt. So, who is wearing my clothes? Wer trägt denn meine Kleidung? Who is the thinker of my thoughts? Who is the feeler of my feelings? Wer denkt meine Gedanken? Wer fühlt meine Gefühle? This is the mind itself. Das Geist selbst. So the function of the text is to awaken us to the presence of our primordial awareness. Das heißt, die Funktion des Textes liegt darin, uns wach werden zu lassen für unser ursprüngliches Gewahrsein. And when this presence is there, then the various ways in which we manifest, the many kinds of clothing we can wear, the many kinds of appearances we can show, are inseparable from that ground. Und wenn das Gewahrsein präsent ist, wenn wir wirklich gewahr sind, dann sind die verschiedensten Arten von Kleidung, von Erscheinungsform, die das annimmt, völlig untrennbar von diesem Gewahrsein. And the particular qualities of this kind of practice, die spezifischen Qualitäten dieser Art Praxis, are that it doesn't require us to change anything in our external life. Liegen ja darin, dass es nicht notwendig ist, dass wir in unserem äußeren gewöhnlichen Leben irgendwas verändern müssen. You don't need to change your family situation, your work situation. Man muss weder seine familiäre Situation noch seine Arbeitssituation verändern. Whatever we do is patterns of energy. Alles, was wir machen, sind Energiemuster. Who is the one who is aware of the energy? Wer ist denn aber der Energie gewahr? When awareness is present, then no pattern of energy is problematic. Wenn Gewahrsein präsent ist, ist gar kein Energiemuster ein Problem. So rather than trying to change how we manifest, statt also zu versuchen zu verändern, wie wir uns manifestieren, even with the notion of how we are, stattdessen damit beschäftigt zu sein, wie wir sind. The key thing is to be present. Present means not absent, not in the past, not in the future, not thinking about something else, just here, very simple. Liegt der Schlüssel darin, gegenwärtig zu sein, also nicht in der Vergangenheit, nicht in der Zukunft, nicht irgendwo anders, sondern jetzt, in diesem Moment. And then we start to see that everything is within presence. Und dann erkennen wir, dass alles in der Gegenwart ist. So, the text itself begins with a section on the potential of the ground. Und der Text selbst beginnt hier mit dem Teil, wo das Potenzial des Urgrundes, wie es hier in der deutschen Übersetzung heißt, gestellt ist. Oh, just read the Tibetan, so you have the connection to the text itself. Poi non si code tanci si c'è la mi dredu ni. So it means all the possible appearances and sites of existence in samsara and nirvana have the same source, yet two paths and two results arise. Und James liest es für uns auf Tibetisch, damit wir den Kontakt zu dem oder die Verbindung zum Original Knang des Originaltextes haben. Und das heißt ja, also all die möglichen Erscheinungen und die Ausdrücke von Existenz von Samsara und Nirvana haben die gleiche Quelle, dennoch zwei verschiedene Wege und zwei verschiedene, dennoch entstehen zwei verschiedene Wege und zwei verschiedene Ergebnisse. I mean, whatever
kind of experiences can arise. Das heißt, jede Art von Erleben kann sich einstellen. Direct through the senses. Direkt durch unsere Sinnesmöglichkeiten. Imagined. Vorgestellte. For example, I've never been to America. Ich war zum Beispiel noch nie in Amerika. But I've seen American movies. Habe aber amerikanische Filme gesehen. There is some sense of America in my mind. Ich habe also eine Vorstellung von Amerika in meinem Geist. So that is a possible appearance. Das ist eine mögliche Erscheinung. Also. We have ideas about different countries, different kinds of people. Wir haben Vorstellungen von verschiedenen Ländern, verschiedenen Arten von Menschen. We can imagine sometimes things which have no real location in the known world. Wir können uns auch Sachen vorstellen, die tatsächlich in der zumindest bekannten Welt gar nicht verortet sind. All of this is knowable. All das könnte man kennen oder wissen, damit einen Wissensbezug haben. We also have sensations, feeling tones, aesthetic moments, which are more nuanced, more tender, more ungraspable. Wir haben auch Empfindungen, Wahrnehmung und auch ein gewisses Gespür, das sehr nuancenreich sein kann, das zarter sein kann, stärker voneinander unterschieden kann, pointierter, farbenreicher. It includes anything which occurs. Das heißt, absolut alles, was auftritt, ist da eingeschlossen. And because we are interested in meditation, our focus is on the fact that everything occurs. Weil ja wir an der Meditation als solches interessiert sind, darum ist das, was in Erscheinung tritt, das interessant. It happens. Es geschieht. If we start by imagining that actually what is occurring is that I am becoming aware of the camera. Wenn wir uns Vorstellungen zum Beispiel so vorstellen, wie ich bin mir plötzlich dieser Kamera bewusst. The camera is there, I am here. Die Kamera ist da hinten, ich bin hier. So this reification, the separation and the solidification of subject and object. Diese Verfeinerung also, in der, dass man sieht, dass sich die Vorstellung verfestigen lässt, es gibt ein Subjekt, ein Objekt. Creates the possibility of comparing and contrasting. Führt zu der Möglichkeit, dass man Dinge miteinander vergleichen kann, gegeneinander stellen kann, einander gegenüberstellen kann. So then I think, oh, I am somehow something organic. Dann denke ich, ach so, ich bin also irgendwas Organisches. I am alive. Ich bin lebendig. The camera is not alive. Die Kamera inorganic. Ist nicht organisch, ist nicht organisch. I have a source which is my mother and father having sex. Ich habe einen Ursprung, der darin liegt, dass dann meine Mutter und mein Vater Sex miteinander hatten. And the camera has a source which is a factory. Und die Kamera hat einen Ursprung, der eine Fabrik war. So we don't have the same source. Das heißt, wir haben nicht den gleichen Ursprung. So this is our ordinary way. If you, like I was indicating before the break, if you start from the position of I am a separate person, it's very difficult to understand what's being said here. Das ist unsere gewöhnliche Haltung dazu, automatisch. Wie ich vorhin gesagt habe, wir beginnen tatsächlich immer wieder von diesem ursprünglichen oder von diesem Initialgefühl, ich bin doch jemand Getrenntes. Und von diesem Standpunkt aus betrachtet, klingen all diese Ideen, die hier genannt werden, ziemlich befremdlich. But if I just look across at what I'm calling the camera, wenn ich aber jetzt nur dahin schaue, das ansehe, was ich Kamera nenne, I see shape and color. Sehe ich Farbe und Form. I imagine this is indicating the presence of a camera. Und stelle mir quasi vor, oder das kommt in mir die Vorstellung einfach ist damit verbunden, dass das ein Hinweis darauf ist, dass wirklich eine Kamera da ist. I imagine the function of the camera. Und stelle mir auch die Funktionsweise der Kamera vor. This is my mental activity. Das ist meine geistige Aktivität. My mind is forming the camera. Mein Geist formt die Kamera. There is no camera without my mind. Ohne mein Geist gibt's keine Kamera. So, if this is a puzzling kind of notion, wenn diese Idee uns durcheinander bringt, try to make it a useful puzzlement. Dann versuchen wir das zu einer nützlichen Art von Verwirrung werden. And keep inquiring until you can see whether it makes sense or not. Und fragen nach, solange bis wir feststellen, ist das stimmig oder nicht? The camera is born as a camera with the concept of the camera. Die
Kamera ist als Kamera mit dem Konzept der Kamera geboren. Because the camera works because someone presses the button to put it on. Die Kamera funktioniert, weil jemand den Knopf drückt, um sie anzuschalten. That is to say, in their mind there arises the sense, oh, we should make the camera work. In deren Geist also gibt es diese Idee, ach, wir sollten die Kamera zum Funktionieren bringen. If they didn't have the idea of the camera and its function, they wouldn't press the button. Ohne eine Vorstellung davon, was eine Kamera ist und wie sie funktioniert, würden sie ja den Knopf gar nicht drücken. Whatever mechanical function or electronic function is going on with the camera, it's on the basis of the mental function. Die mechanische Funktion und elektronische Funktion der Kamera oder Funktionsweise beruht überhaupt nur auf der geistigen Vorstellung davon, was sie für eine Funktion hat. The separation of subject and object is a great obscuration. Diese Trennung von Subjekt und Objekt verschleiert wirklich enorm. The middle point, the Buddhism is always concerned with the middle way, and the middle way between subject and object is experience. Im Buddhismus sind wir immer mit dem mittleren Weg beschäftigt und der Mittelpunkt zwischen Subjekt und Objekt ist Erleben. So I look around the room. Ich schaue mich zum Beispiel hier im Zimmer um. I experience different people. Und, ich nehme verschiedene Leute. I experience the mat on the floor, the shape of the window frames. Die Matten auf dem Fußboden, die Form der Fensterrahmen. All of this has equal status as experience. Als Erlebnis ist das alles gleichwertig. There are clearly different flavors or different qualities to the experience. Selbstverständlich hat jedes dieses Erlebnisse einen unterschiedlichen Geschmack für mich und auch unterschiedliche Qualität. As I look around, I see the different colors of clothes that people wear. This coloration has some impact on my body. Und während ich mich hier umschaue und die unterschiedlichen Farben der Kleidung der Leute hier sehe, ist festzustellen, dass diese verschiedenartigen oder diese Zusammensetzung der verschiedenen Farben für mich auf jeden Fall auf mich eine Wirkung hat. The differences are dynamic or communicative or impactful. Das heißt, diese Verschiedenheiten sind dynamisch, sind kommunikativ und haben Wirkung. But that impact doesn't create anything, it doesn't give a true existence. Diese Wirkung erschafft ja nichts. Sie erschafft keine wahrhafte Existenz. So, if I look across to the right, I see a mustard-colored sweater. Wenn ich zum Beispiel nach rechts gucke, dann sehe ich einen senffarbenen Pullover. It's a particular shade of yellow, which is quite dense. It's kind of sinking, enveloping kind of shade. Diese Färbung, diese Gelbfärbung, für mich persönlich wirkt sie dicht und etwas, was ein bisschen eine dämpfende Wirkung hat oder etwas, wo man hineinsinken kann. So as we looked yesterday, two things are happening simultaneously. Das heißt, wie wir gestern schon gesehen haben, passieren zwei Dinge gleichzeitig. There is the reception of the color. Die Wahrnehmung oder das Empfangen der Farbe. And the excuse me, the movement of identification, ornamentation, as my mind has a response. Und die Bewegung von Identifikation oder auch Ausschmückung, dadurch, dass mein Geist darauf eingeht. But my mind is responding to something which is arising in my mind. Aber mein Geist geht ja auf etwas ein, was in meinem Geist in Erscheinung tritt. The yellow sweater, mustard-colored sweater, is in my mind. Dieser senffarbene Pullover ist in meinem Geist. That is the immediacy of the perception. Das ist die Unmittelbarkeit von Wahrnehmung. The second order identification is for me to say, oh, I'm sitting over here, someone is sitting over there, and they are wearing that sweater. In zweiter Linie entsteht dann diese Identifikation, ich sitze hier und da drüben hat jemand so einen Pullover. That is my interpretation. Das ist meine Interpretation. An interpretation which separates and solidifies. Eine Interpretation, die zur Trennung führt und verfestigt. But in the immediacy of my eye being caught by a shade or a color. Aber in dem Moment, in dem mein Auge von einer Farbe sozusagen getroffen wird und von einer Form. There is the experience of color. Erlebe ich Farbe. The experience of a corresponding sensation.
and feeling, tone and thought. Erlebe ich damit einhergehende Empfindungen, etwas, was ich spüre und Gedanken. This is the variety of experience. Das ist die Vielfalt von Erlebnis. And if we allow the variety to arise all at once, wenn wir diese Vielfalt sich in, auf einmal in Erscheinung treten lassen, without adding our interpretation, this is inside me, that is outside me, ohne zu interpretieren, das ist in mir, das ist außerhalb von mir, we start to see, oh, it's all experience. Dann beginnen wir zu sehen, das ist alles Erlebnis. So then what he's saying here starts to make a little bit more sense. In diesem Zusammenhang macht das, was hier gesagt wird in dem Text, kommt uns das sinnhafter vor. The basis of everything, der Urgrund von allem, it's what's called here the Ji, or the ground, sometimes translated as source. Was hier eben Ji, eben der Urgrund, oder manchmal wird es auch als Quelle bezeichnet, genannt wird, is the open possibility of the mind within which everything arises. Ist diese, das, diese offene Möglichkeit, das offene Potenzial des Geistes, innerhalb dessen alles in Erscheinung tritt. He says from this there are two paths and two results. Und hier wird dann weiter gesagt, da heraus ergeben sich zwei Pfade, zwei Ergebnisse. If we can see that all experience, all possible experience has the same ground. Wenn man erkennt, dass alle möglichen Erlebnisse den gleichen Ursprung haben. Then you have clarity. Dann hat man Klarheit. Because that's how it is. Weil das der Wirklichkeit entspricht. The other path is to not see this. Der andere Pfad bestünde darin, das nicht zu erkennen. So, look around the room, we see different people. Wir gucken also nochmal im Zimmer rum und sehen verschiedene Leute. We say to them, oh, where do you come from? Und man sagt zu ihnen, oh, wo kommst du denn her? They don't usually say from some sexual contact of my parents. Antworten sie dann nicht, weil meine Eltern Sex miteinander haben. Oder daraus, dass meine Eltern Sex miteinander haben. They say, oh, I come from Hamburg. Sondern sie sagen, ich komme aus Hamburg. Oh, you come from something. Oh, well, I come from Berlin. Du kommst von irgendeinem Ort, ich komme aus Berlin. We have different places of living and maybe different kinds of sources. Verschiedene Lebensorte, vielleicht auch verschiedene Ursprünge. What kind of work do you do? Welche Arbeit machst du? What we're looking for is the unique, specific particularities of this person. Was wir suchen, sind diese einzigartigen, spezifischen Besonderheiten bei dieser Person. So. Here I have two containers in my hand. Hier habe ich zwei Behälter in meiner Hand. The main difference between them is in the handle. Die Hauptunterschied liegt im Griff. With the glass, you can put it down any way you like because it looks the same all the way around. Das Glas zum Beispiel kann man, wie man immer will, hinstellen, weil es rundherum gleich aussieht. Which bit is the front and which bit is the back? Welcher Teil ist denn da jetzt vorne, welcher ist hinten? We can't really say. Kann man nicht sagen. But with this cup, we have a handle. Bei der Tasse aber, da haben wir einen Griff. So in English we can say, I can get a handle on this. Auf Englisch sagt man auch, ich kann es in den Griff kriegen. And in fact, in colloquial English you used to say, what is your handle, meaning what is your name? Wenn man, das ist ja interessant, wenn man im umgangssprachlichen Englischen sagt, what's your handle, fragt man danach, wie heißt du? So it gives you a way of taking hold of the person. Das heißt, das ermöglicht uns, einen Griff zu kriegen, eine Art, es anfassen zu können. Having got hold of them through the name, you can start to add different adjectives and adverbs, but the name gives you a noun, that there is someone there, knowable. Tatsächlich eben, aber eben so etwas am Griff zu haben, das heißt zu wissen, wie jemand heißt, darauf aufbauen können wir dieser Person Adjektive zuschreiben und Charaktereigenschaften zuschreiben, aber der entscheidende Punkt ist sozusagen durch den Namen diese Person fixiert zu haben. So on the basis of this solidification, this condensation, rarefication, we now can do clear comparing and contrasting between these different people. Auf dieser Grundlage, etwas klar definiert zu haben, etwas so weit kondensiert zu haben, dass es uns als feste Einheit vorkommt,
können wir beginnen, Vergleiche zu ziehen, können wir beginnen, Dinge, die Gegensätze aufzuzeigen. So, as meditators, our the road of access we want to take here is to see, oh, this is me being very busy. Und als Meditierende möchten wir hier den Zugangspfad nehmen. Ah, so bin ich, wenn ich sehr beschäftigt bin. I am putting all these identifications on that person. Ich schreibe dieser Person all diese Arten von Identitäten zu. I am composing that person. Ich setze diese Person zusammen. My mind is implicated in how they appear to me. Und mein Geist ist impliziert, wie sie mir erscheinen. They are my experience. Oder besser gesagt, mein Geist zeigt sich dadurch, wie sie mir erscheinen, weil sie mein Erleben sind. And I can focus them on them as otherness, as a thing, someone out there. Ich kann sie als etwas anderes betrachten, als Ding, irgendwas da draußen. Or I might become fascinated by them and want to get closer to them. Oder es könnte sein, dass sie mich faszinieren und ich ihnen nahe kommen will. And then I expose myself to their subjectivity. Und dann gebe ich mich ihrer Subjektivität preis. And so I allow them to have more impact on me. I start to think about them. I feel something about them. Dann beginne ich zu erlauben, dass sie Wirkung auf mich haben, weil ich anfange, Empfindungen für sie zu entwickeln, über sie nachzudenken. And in that way we experience that their potential is opened. They are able to reveal more of themselves to us. Das bedeutet, dass sie potenziell offener sind. Das heißt, dass sie auch etwas von sich uns offenbaren können. This is very important. Das ist sehr wichtig. The potential of everything which arises is the potential of the ground. Das Potenzial aller Dinge, die in Erscheinung treten, ist das Potenzial des Grundes. And so it's infinite. Darum ist es auch unendlich. But when we cut people off from the ground, wenn wir aber Menschen von diesem Urgrund trennen. When we wrap them inside their name and their identification. Sie einpacken in ihren Namen und das, womit wir sie identifizieren. Then the particularities that they're manifesting in this moment is adopted by us as evidence that we use to compose our sense of who they are. Sind die Besonderheiten, die sie für uns in diesem Moment entfalten, ein Beweis dafür, dass sie das tatsächlich sind? I make the world full of things. Ich fülle die Welt mit Dingen. The world doesn't always have to be like that. Die Welt muss nicht notwendigerweise immer so sein. So, this notion of the ji or the ground, we could also call it it. Dieses Empfinden von ji, von dem Urgrund, könnten wir auch es nennen. It is non-specific. Es ist nicht spezifiziert. In most languages you can just slip in it to stand for something you don't really know. In fast allen Sprachen kann man ein S einfügen als Platzhalter für alles, worüber man nichts weiß. It is a kind of, if you like, unborn or not yet established appearance, experience. Es ist, wenn man so will, ungeboren oder zumindest eine nicht definierte Art von Erlebnis oder Sache. It means something there, but you don't quite know what it is. Es bedeutet, dass irgendwas da ist, aber man nicht genau weiß, was es ist. Maybe you, I don't know, you buy a cake. Vielleicht kauft man einen Kuchen. You take a bite of the cake. Und dann beißt man ab. You try to think, what is that flavor? Und dann überlegt man, was ist denn dieser Geschmack? Could be orange. Könnte Orange sein, keine Ahnung. Oh, maybe tangerine. Vielleicht Mandarine. So the it, what? We feel that the it is calling us to stick on the label. Dieses ist, es, Entschuldigung, fordert uns geradezu dazu heraus, irgendwie ein Namensschild dafür zu entwickeln. It has already given itself. Es hat sich ja bereits gegeben. The taste is in your mouth. Der Geschmack ist ja in unserem Mund. But we want to know. Aber wir wollen erkennen. What is it? Was es ist. It is it. Es ist es. Yeah, but what is it? Aber was ist es? So, what is it? I'm closing down it. Wenn mit der Frage, was ist es, schließe ich das Es ein. I'm putting it into the background and bringing up thisness. Das Es
gerät dadurch nämlich total im Hintergrund und das Sein, das Es-Sein gerät in den Because I can do something with this. Weil ich ja damit was tun kann. Hey, you should try this cake, it's amazing. I think it's tangerine. Du solltest das Kuchen mal probieren. Der ist fantastisch. Ich glaube, es ist Mandarine. Now we're in the realm of conversation, of communication. Jetzt befinden wir uns im Bereich von Unterhaltung, von, von Kommunikation. So, what we can see here is it is silent. Was wir aber erkennen können, ist, dass es still bleibt. Auf it. Es. So, this is like the ground. Das ist der Grund. As he'll describe in more details the quality of this ground. Und hier beschreibt die detaillierter die Qualitäten dieses Urgrundes. Means this is the base of every experience. Er sagt damit, dies ist die Grundlage jeden Erlebens. The tendency I would have is what I want to say is, oh, this is where everything comes from. Meine Gewohnheit, die ich habe, was ich dann gerne sagen würde, wäre, ach ja, das ist das, woraus alles entsteht. Because that makes sense. Weil das irgendwie sinnvoll scheint. But it's not like that. Aber so ist es nicht. It's not coming from anything. Es kommt gar nicht. Es kommt gar nicht von etwas. It's not going from here to there. Es geht nichts von hier nach da. Everything is emerging from the ground as it is, because the ground is not a location. Alles taucht aus diesem Urgrund auf, so wie es ist, weil dieser Urgrund kein Ort ist, kein Platz. And that's why I think maybe it is quite a useful translation here. Und ich glaube, das ist der Grund, warum es hier eine ziemlich angemessene Übersetzung ist. Anything can be described as it. Alles kann ja als es beschrieben werden. It will substitute for any linguistic form. Es kann jedes Wort ersetzen. I like it. Ich mag es. Anything, be opera, dance, anything. Könnte dann Oper sein, Tanz, was immer. It pervades everything. Es durchdringt alles. Everything is a form of it. Und alles ist eine Form von es. We don't lose it by having its formation. Das es geht uns nicht verlustig dadurch, dass es Form annimmt. So a traditional kind of example would be the ocean. Ein traditionelles Beispiel hierfür wäre das Meer. On the surface of the ocean we see the waves moving. Auf der Oberfläche des Ozeans sehen wir die Wellen, wie sie sich bewegen. We say, oh, the waves are high today. Wir sagen dann, oh, die Wellen sind hoch heute. But the wave is not different from the ocean. Die Welle ist ja nichts anderes als der Ozean. Nothing has been added to the water of the ocean to make the wave. Nichts ist dem Wasser des Meeres hinzugefügt worden, um eine Welle zu produzieren. Energy moving through the water manifests as the wave. Die Energie, die sich durch das Wasser bewegt, manifestiert sich als Welle. But water itself is not being altered. Das Wasser als solches wird gar nicht verändert. So in this way the manifestation and the ground or the wave and the ocean are not two, but they can appear to be two. Auf diese Art betrachtet sind der Ursprung und das, was sich manifestiert, das heißt, das Meer und die Wellen, nicht zwei verschiedene, aber sie können uns so erscheinen. If you are a surfer, you're very interested in waves. Ist man Surfer, findet man Wellen sehr interessant. The ocean is not your prime concern. Das Meer als solches kümmert uns gar nicht so sehr. And so, because of your desire to stand on a board and be moved along by the power of the wave, weil wir Lust darauf haben, auf so einem Board zu stehen und von der Kraft der Welle bewegt zu werden. It is as if waves are self-existing phenomena. Kommt es uns so vor, als wären Wellen aus sich heraus existierende Phänomene? Wow, look at this wave. Wow, guck dir diese Welle an. But the wave is the ocean. Aber die Welle ist der Ozean. Due to causes and conditions, the ocean appears as a wave. Aufgrund von Ursachen und Bedingungen erscheint das Meer als Welle. The wave doesn't have any separate factory. Dass die Welle als solches hat keine getrennte Form. The wave is how the ocean shows itself. Die Welle ist, wie das Meer sich zeigt. But it's a great wave. Aber so eine fantastische Welle. Ah,
Because for my purposes, I can take hold of the way because I'm going to get out on my board now. Got to get there. Aber mein Zweck dient diese Welle. Ich kann diese Welle benutzen. Ich kann auf meinem Board rauspaddeln und dann darauf surfen. The waves are amazing. Die Wellen sind erstaunlich. For my purposes. Zumindest für meine Zwecke. Actually, the waves are just wet. Die Wellen sind ja tatsächlich nur nass. But they're amazing for me. Aber für mich sind sie fantastisch. And because I am caught up in my blinkered area of concern, the wave is becoming foreground, the figure, and the ocean is into the background. Einfach nur, weil ich völlig absorbiert bin von meinem Zustand mit vollkommen Scheuklappen, nur auf die Funktion, auf meinen Nutzen, den ich davon haben will, zu schauen. Dadurch rückt der Ozean vollkommen in den Hintergrund und die Welle ist, füllt den gesamten Vordergrund aus. My concept is separating the wave from the ocean. Mein Konzept trennt die Welle vom Ozean. And because I have this selective attention, aufgrund dieser Auswahl oder dieser Wahrnehmung entsprechend meiner Auswahl, it is as if for me this wave is something in and of itself. Kommt es mir so vor, dass diese Welle für sich selber steht? Try to let that example hover in your mind when we go on with the text. Während wir mit dem Text weitermachen, lassen wir dieses Beispiel so in unserem Geist ein bisschen rumschweben. Because he's going to describe this a little bit more now. He says, So he says, oh, these two paths and two results arise as the magical display of awareness and unawareness. Und er führt hier also fort, also diese beiden Pfade und beiden Arten von Ergebnis zeigen sich als dieses magische Spiel von Gewahrsein und Nicht-Gewahrsein. So, awareness means that you have clarity, that is to say, the source, the ground, the space, the openness is present for you. Gewahrsein ist Klarheit, das heißt, die Weite, der Urgrund, die Manifestationen sind für uns offen. Rather, my sentence was imprecise. I'm sorry. It's not present for you. It's present. Meine Ausdrucksweise war hier sehr unpräzise. Es ist nicht für mich gegenwärtig, sondern es ist überhaupt gegenwärtig. And the clarity of the mind is presence with the display of the mind and the ground of the mind. Die Klarheit des Geistes bedeutet, gegenwärtig gewahr zu sein des Geistes und des was sich im Geist zeigt und des Ursprungs. I, me, myself comes a little bit further along the line. Ich, meins, das kommt erst ein bisschen später. But this is difficult because linguistically, language pulls us back into the assertion that, you know, it's for me, it's happening for me. Was es schwierig macht, wenn man darüber spricht, ist eben, dass die Sprache selbst so für uns konstruiert ist, oder wir sie so konstruiert haben, dass das Ich, das wird alles in mich hineingezogen. So, today the sky is a bit gray. Heute ist der Himmel etwas grau. So, we can look at this in two ways. We look and we say, oh, it's so gray, I long for a blue sky. Wir können das auf zwei Arten betrachten, denken, oh nee, so grau, ich möchte einen blauen Himmel. We might even say, I want to see the sky, not these fucking grey clouds. Vielleicht sagen wir sogar, Mann, ich möchte den Himmel sehen, nicht diese scheiß grauen Wolken. So this would be unawareness. Was wäre nicht gewahr sein? But if you are aware, wenn man gewahr wäre, the cloud is in the sky. Ah, die Wolken sind am Himmel. The sky hasn't gone away. Der Himmel ist nicht weg. It's just entertaining a guest. Er unterhält bloß hat einen Gast bei sich sozusagen, einen Gast aufgenommen. Now I have sky and cloud. Jetzt habe ich also Himmel und Wolken. The cloud doesn't steal the sky, it doesn't cover the sky.
Die Wolken stehlen den Himmel nicht, sie verdecken den Himmel. It's like, you know, when you're in school, you learn this thing about Archimedes, and he gets in the bath, and the water splashes, and he says, Eureka. In der Schule lernt man irgendwann diese Geschichte von Archimedes, wie er ins Wasser steigt, dann die Verdrängung, irgendwie Wasser rausfließt, und er brüllt, Eureka. That we displace this volume of water, the volume of our body. Das heißt, dass wir sozusagen diese Menge Wasser mit unserer Körpermasse verdrängen. But the cloud is not displacing the sky. Aber der Himmel, die Wolken verdrängen ja nicht den Himmel. The sky is empty. There is nothing in it to be displaced. Der Himmel ist leer. Da gibt's nichts, was verdrängt werden könnte. So the cloud and the sky are not two things. Das heißt, die Wolken und der Himmel sind nicht zwei Dinge. The space of the sky is not a kind of subtle entity. It's not some kind of metaphysical numinous quality, which can be put in opposition to the gross phenomena of the cloud. Die Weite des Himmels ist überhaupt keine in sich geschlossene Wesenheit, die man in irgendwelcher Form festnageln könnte und die sozusagen in Gegenüberstellung mit anderem etwas wäre, was verdrängt werden könnte überhaupt oder was ersetzt werden könnte überhaupt durch etwas anderes. So, this is, the cloud is in the sky. Die Wolken sind am Himmel, sagen wir auf Deutsch. If we are aware of the space of existence, everything is arising in that space. Wenn wir der Weite der Existenz gewahr sind, zeigt sich jede Erscheinung in dieser Weite. But subtle and gross, the cloud has a kind of impact. It whacks us in some way. We have an emotional reaction to it. Aber eben subtil und grob. Wolken kommen mit irgendwas daher, was jedenfalls auf uns eine Wirkung entfaltet, die eine Reaktion in uns auslöst. The sky is ungraspable. Der Himmel ist nicht zu fassen. The cloud seems more graspable, because you can put attribution to the cloud. Die Wolken kann man scheinbar besser fassen. Man kann ihnen Eigenschaften zuschreiben. It's dense, it looks like it's going to rain, perhaps it will snow. You can start to elaborate all kinds of interpretations around the cloud. Sie sind dicht, sieht aus, als würde es bald regnen, vielleicht schneit es sogar. Das heißt, man kann den Wolken in die Wolken alle möglichen Sachen hineininterpretieren. So if you train in medicine, you learn a lot about signs and symptoms. Wenn man Medizinerin wird, dann lernt man viel über Anzeichen und Symptome. You bring these together and come to a diagnosis. Man fügt das zusammen und entwickelt eine Diagnose. On the basis of the diagnosis, you formulate a treatment. Und auf dieser Grundlage entwickelt man eine Behandlung. So this is what we do all the time. Das machen wir pausenlos. We look for signs and the symptoms, or signs and the qualia, feeling tone, expressions, and we package them and come to some conclusion. Wir suchen nach Anzeichen, nach Symptomen oder besser gesagt bestimmten empfundenen Eigenschaften oder Qualitäten, die wir dann zusammenfügen und als etwas Ganzes oder etwas Vollständiges betrachten, auf das wir dann entsprechend reagieren. So we decide, I like this person or I don't like this person. Dabei kommt raus, dass ich sage, ich mag die Person nicht. On the basis of that, I want to be with this person or I don't want to be with this person. Und auf dieser Grundlage möchte ich dann mit der Person zusammen sein oder lieber nicht. Both people will have lots of qualities. Beide Leute haben viele Qualitäten. But for our purposes, we have come to our conclusion and therefore we move ourselves in relation to our sense of who they are. Aber für unsere Zwecke sind wir zu einer bestimmten Schlussfolgerung gekommen, dass das für uns sinnvoll ist und das für uns nicht sinnvoll ist und deswegen gehen wir mit der Situation uns gemäß um. We're not experiencing their ground potential openness. Wir erleben gar nicht ihre ursprüngliche Offenheit. We're not experiencing the richness of their potential. Auch nicht ihr reiches Potenzial. But on the basis of gathering certain signs and indications, we have come to a conclusion. I like this person. I would like to be close to this person. Aber auf der Grundlage dessen, dass wir bestimmte Anzeichen und bestimmte Anzeichensmomente gesammelt haben,
haben wir uns eine Meinung über sie gebildet und sagen, wir möchten mit der Person zusammen sein oder nicht? They are becoming real for me. Für mich werden sie real. They are becoming someone. Sie werden jemand. So this again is my mental activity. Auch dies ist meine geistige Aktivität. So this is what is being referred to as unawareness. Das wird hier Ungewahrsein, Nichtgewahrsein genannt. That when we are aware, the movement of the energy of the ground is the display of clarity. Und wenn wir gewahr sind, dann ist die energetische Bewegung des Ursprungs, des Urgrundes klar. That sentence probably sounds very weird if you're new to this. Das kommt uns so ein Satz vielleicht verwirrend vor, wenn uns das noch fremd ist. This is a kind of technical language here. Das ist ja eine technische Sprache. But if you stay with it gradually, it will unfold its meaning for you. Wenn wir uns dem weiterhin aussetzen, dann erschließt sich die Bedeutung aber mit. Especially because we'll take it into the meditation practice and hopefully you start to see directly for yourself. Vor allen Dingen, weil wir ja ausgehend von dieser Sprache in die Meditationspraxis einsteigen und ich hoffe, dass sich das für euch dann selbst entfalten wird. So with this simple example, awareness is being present with the space or the ground, so that even when the clouds arise, we see this is within the ground or this is the quality of the ground. Das heißt, Gewahrsein bedeutet, des Urgrundes gewahr zu sein, präsent zu sein mit dem Urgrund sozusagen. Und dadurch erkennen wir, dass alles, was in Erscheinung tritt, Teil dieser Urgrundes ist. And unawareness is when we are, or not when we are, when forgetfulness of the ground manifests as this unawareness. And so the energy formation which is arising becomes problematic for us. Und das Nichtgewahrsein besteht darin, dass wir diesen Urgrund außer Acht lassen oder vergessen, uns nicht an ihn erinnern. Dadurch werden Erscheinungen zu etwas problematischer. This arises like a magical display. Und er sagt hier, das tritt wie ein magisches Spiel in Erscheinung. It's not that the good things are done by God and the bad things are done by the devil. Nicht, dass die guten Sachen von Gott geschaffen werden, die schlechten vom Teufel. There is no one doing it. Niemand macht das. It's just what happens. There is a happenstance. Es passiert einfach. Es ist eine Entfaltung von Geschehen. At first, awareness and unawareness are very close together. Am Anfang sind Gewahrsein und Nichtgewahrsein sehr nah. But like a kind of sibling rivalry, there is an ever increasing distancing between them. Aber wie bei Rivalitäten, die zwischen Zwillingen entsteht, nimmt die Distanz zwischen beiden immer weiter zu. They have the same ground, the same source. Sie haben denselben Urgrund, die gleiche Quelle. One recognizes it and one doesn't. Und eins von ihnen erkennt es, eins von ihnen nicht. Like two children and one says, I love my mom. Wie zwei Kinder und eins davon sagt, ich liebe meine Mama. And the other child says, well, she's a selfish bitch, she won't buy me what I want for Christmas. Und das andere Kind sagt, man, die ist eine egoistische, blöde Zicke, die kauft mir nicht, was ich mir zu Weihnachten wünsche. I'm sure she's not my real mother. Ich bin sicher, das ist gar nicht meine echte Mutter. I was stolen at birth. Ich bin bei der Geburt gestohlen worden. Because I'm the child of a billionaire. Ich erlebe das doch. Ich bin doch in Wirklichkeit das Kind von einem Milliardär. I'm happy when I get everything I want. Ich freue mich, wenn ich alles kriege, was ich möchte. And this useless mother, what does she give me? Diese nutzlose Mutter, was gibt die mir schon? She's not my mother. Kann nicht meine Mutter sein. So. Denial of the mother, denial of the source leads into all kinds of fantasies. Die Mutter zu verleugnen, den Urgrund zu verleugnen, bringt uns in alle möglichen Phantasmen. When he says it's like a magical display, wenn er diesen Begriff magisches Spiel benutzt, means like this ground is like the theater stage. Bedeutet das, dass dieser Urgrund wie die Bühne eines Theaters ist? You could have a pleasant comedy, or you could have a tragedy. Man könnte dort eine schöne Komödie sehen oder eine Tragödie. What arises is not real. Was in Erscheinung tritt, ist nicht wirklich. The stage shows it's not real. Die Bühne zeigt, dass sie nicht die Wirklichkeit ist. As long as you recognize you're on the stage, you have to think, whoa, I'm acting something.
Solange man erkennt, dass man auf der Bühne ist, merkt man, ah ja, ich spiele hier was. But if you forget that it's a stage, you forget it's theater, and it becomes real. Vergisst man aber, dass es eine Bühne ist, dass es ein Theater ist, dann wird es zur Wirklichkeit. You take it seriously. Und man nimmt es ernst. So how I'm going to explore this text with you, so I'm going to zigzag across different aspects of Buddhist understanding. Auf diese Art und Weise werde ich hier diesen Text mit euch bearbeiten, indem ich einen schwenkenden Zickzackkurs durch das gesamte, durch die buddhistischen Vorstellungen mache. Some people here don't know really anything about Buddhism, some people know quite a lot, so I want to kind of weave some waves, patterns of recognition, so it can make sense depending on what resources you have available. Denn einige von uns hier wissen viel über Buddhismus und andere wissen noch sehr wenig. Und ich möchte gerne ein Gewebe hier mit her anbieten, das uns die Möglichkeit gibt, bestimmte Punkte der Wiedererkennung, so Punkte mit Wiedererkennungswert für uns persönlich immer auffinden zu können. So in the Heart Sutra, the famous text said, form is emptiness, emptiness is form. In der Heart Sutra, in diesem berühmten Text wird gesagt, Form ist Leerheit, Leerheit ist Form. Which is, in another language would say, form is the appearance of emptiness. In einer anderen Sprache würde man sagen, Form ist die Erscheinung von Leerheit. Emptiness, which never shows itself as this form. Leerheit, die als solche nicht zu sehen ist, zeigt sich als Form. The form is the showing of emptiness. Die Form ist der Ausdruck von Leerheit. Emptiness never shows itself as itself. Leerheit zeigt sich nicht als sich selbst oder sie selbst. But it shows itself as people, as tables, chairs and so on. Aber sie zeigt sich als in Form von Leuten, Tischen und so weiter. So in the traditional example of Dzogchen, when you look in the mirror. Da gibt es im Dzogchen das traditionelle Beispiel, dass man in den Spiegel schaut. You never see the mirror. Und den Spiegel gar nicht sieht. You see the reflection. Man sieht die Reflexion. The reflection is how the mirror offers herself to you. Die Reflexion, das ist das, wie der Spiegel sich uns zur Verfügung stellt. The mirror is like an infinite mother. Dieser Spiegel ist wie eine unendliche Mutter. Like a cornucopia. Cornucopia. The horn of plenty. Ah, okay. Wie ein Füllhorn. Füllhorn. Yeah. So, every time you look in the mirror, it's image after image after image is arising. Jedes Mal, wenn man in den Spiegel schaut, entfalten sich Bilder, Bilder, Bilder. The mirror never gets tired of showing reflection. Und der Spiegel wird des Zeigens von Reflexion überhaupt nicht müde. But no matter how you look at the mirror, you can't find the mirror itself. Aber egal, wie sehr man auch in den Spiegel starrt, kann man den Spiegel selber gar nicht erkennen. The richness, the potential of the mirror is that she is empty. Der Reichtum, das Potenzial des Spiegels besteht darin, dass er leer ist. Empty of what? Leer wovon? Sorry, empty of definable self. Frei von einem definierbaren Selbst. Empty of knowable essence. Frei von erkennbarer Essenz. There is no mirrorness to the mirror. Es gibt das Spiegelsein nicht im Spiegel. The mirror is the potential of showing reflection. Der Spiegel ist nur das Potenzial zu reflektieren. In the same way, the mind or the ground never shows itself directly. In genau dieser Weise zeigt sich der Geist, der Urgrund, niemals direkt. It shows it as reflections. Er zeigt sich als Reflexion. And a mirror is actually something quite amazing. Ein Spiegel ist ja was wirklich Erstaunliches. If you look at the bricks on the wall, you won't see yourself. Wenn man diese auf die Steine der Wand guckt, wird man sich selber daran nicht sehen. But you go in the toilet here, there's a mirror on the wall, you see your face. Wenn man aber aufs Klo geht, hier gibt's einen Spiegel, dann sieht man sein Gesicht. Without you making the least effort, there you are. Man muss sich dafür überhaupt nicht anstrengen, man ist einfach da. It's a miracle. Incomprehensible. How could that be? Ein Wunder. Kann man überhaupt nicht fassen. Wie kann das sein? So that's this term here in the third line, Chontru, like a magical display. Das ist mit diesem Begriff hier, dem magischen Spiel Chontru, gemeint. Without effort, just this arises. These two pathways, these two possibilities, aware, unaware.
völlig mühelos entstehen diese beiden Pfade, gewahr, nicht gewahr. But when you look at the mirror, you cannot take the reflection out of the mirror. Wenn man aber in den Spiegel schaut, kann man die Reflexion nicht aus dem Spiegel lösen. The reflection is inseparable from the mirror. Die Reflexion ist vom Spiegel nicht zu trennen. Awareness and unawareness are inseparable from the ground. Gewahrsein und Nichtgewahrsein sind vom Urgrund nicht zu trennen. They don't, like we were looking last night, they are unborn. Wie wir gestern Abend festgestellt haben, sie sind ungeboren. They haven't come into separate existence. Sie haben keine getrennte Existenz entwickelt. And yet they function. Nichtsdestoweniger funktionieren sie. And the difference between the two is that awareness is awareness that all reflections are in the mirror. Und Gewahrsein ist das Gewahrsein, dass alle Reflexionen im Spiegel sind. All experience is the radiance of the mind. Alles Erleben ist dann die Ausstrahlung des Geistes. But for unawareness, für das Nichtgewahrsein, there is the sense of, oh, what is this? Gibt es dieses Empfinden, huch, was ist das? And then there is the process of trying to make sense of what is here. Dann schließt sich der ganze Prozess an, den Sinn abzugewinnen, was sich so zeigt. And this gives rise to a lot of thought production. Und das produziert jede Menge Gedanken. Naming, defining, comparing, contrasting and so on. Benennen, definieren, vergleichen, Unterschiede anschauen. All these ingredients have no other source than the ground itself. Und all diese Zutaten haben ja gar keinen anderen Ursprung als die Quelle selbst. But if I arise as the thinker of the thought, wenn ich aber als Denker der Gedanken in Erscheinung trete, then the thoughts are coming from me. Dann stammen die Gedanken von mir. I am unawareness. I have no awareness of the ground. Ich bin ja ungewahr. Das heißt, ich bin des Urgrundes nicht gewahr. It's just me wandering around in this world that's full of stuff. Ich wandere in dieser Welt herum, die voll Zeug ist. And so I attribute my valuations, my valency to the various phenomena I encounter. Und ich schreibe meine Wertmaßstäbe und damit auch mein Nichtwissen, meine Verschleierung all den Dingen zu, mit denen ich in Kontakt komme. And it appears to me that this is a quite valid thing to do because I'm a subject in a world of objects. Mir erscheint das ja sehr sinnvoll, das zu tun, weil ich ein Subjekt bin, umgeben von einer Welt von Objekten. This is the experience which arises with unawareness of the ground. Dieses Erleben entsteht bei, wenn man des Urgrundes nicht gewahr ist. But my mom was unaware of the ground, my dad was unaware of the ground, all my school teachers were unaware of the ground. Meine Mutter war des Urgrundes nicht gewahr, mein Vater nicht, alle Lehrer in der Schule nicht. Who is going to say, what about the ground? Wer kann denn irgendwas zu diesem Urgrund, oder wer fragt denn, ja, aber was ist mit dem Urgrund? Almost no one. Eigentlich fast keiner. It's very rare. Das ist ganz selten. Mainly people confirm the true existence of real phenomena. Die allermeisten Leute bestätigen unsere wirkliche Existenz von Phänomenen. So, you have a psychiatric interview. Man ein psychiatrisches Gespräch führt. Can you tell me your name? Dann wird man gefragt, können Sie mir sagen, wie Sie heißt? Do you remember your date of birth? Erinnern Sie sich an Ihren Geburtstag? Do you know what day of the week it is? Wissen Sie, welchen Wochentag wir haben? And the more the person can answer these questions, we think, oh, not too bad. Und je mehr die Leute diese Fragen beantworten können, denkt man als Psychiater dann, ach, so schlimm ist es nicht. We don't have any bed available, so we get them out the door. Wir haben ja sowieso gerade kein Bett frei, also können wir die dann auch in die Ambulanz schicken. Because they know what is going on. Denn die wissen ja, was los ist. Everything in your daily life, everything in samsara is confirming there is no ground. Alles in unserem Alltag, in samsara,
versichert uns dessen, dass es keinen Urgrund gibt. It's only you and me. Denn es gibt nur dich und mich. This is the discourse of the individual self, the ego formation. Das ist die Ungereimtheit des individuellen Selbst, dieses geformten Egos. And as he's going to describe, there's a whole sequence of events that leads to the arising of the normalized sense that I'm a person in the world with other people. Und er beschreibt hier auch, dass es einfach ganz bestimmte Fragen gibt, die man sich stellt, die dahin führen, dass man das Empfinden hat, man ist eine normale Person in einer Welt von Subjekt und Objekt. But it's not intrinsic. Aber das ist nicht Teil des Wesens. It is a construct. Sondern es ist ein Konstrukt. And a construct which is maintained by the perverse manipulation of mental events. Ein Konstrukt, das durch die perfide oder perverse Manipulation weiter aufrechterhalten wird von den Dingen, die man wahrnimmt. So then he says, by this text, by what he's Samantabhadra is about to say, he says, in the infinity of the mind, in the palace of infinite hospitality, means the ground openness within which everything is and always has been and always will be present, may all beings awaken to full enlightenment. Und dann beschreibt er hier, dadurch, dass dieses Wachrufen, dieses Aufrufen in dem Palast grenzenloser Gastfreundschaft, das bedeutet wirklich, dass das ist der Urgrund, in dem alle Erscheinungen ungehindert sich manifestieren und auflösen können, Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft, was auch immer wir dafür halten, dass alle Wesen zu voller Erleuchtung erwachen mögen in diesem Palast der grenzenlosen Gastfreundschaft. Sorry. In these few lines you have the complete Buddhist path. Diese wenigen Zeilen spiegeln den vollständigen buddhistischen Pfad wider. With unawareness, you get lost. Mit Unbewahrsein verliert man sich. If you want to wake up, wenn man aufwachen möchte, you need to find yourself in this palace or this openness of infinite hospitality. Dann muss man sich in diesem erkennen, dass man in diesem Palast grenzenloser Gastfreundschaft sich befindet. In the world, there's not much hospitality. In der Welt gibt es nicht so viel Gastfreundschaft. You can try this for yourself. Kann man mal selber ausprobieren. We take a break for lunch now. Wir machen jetzt eine Mittagspause. And you have to go up to the first 10 people you meet. Und wir sprechen mal die ersten 10 Leute an, die wir treffen. And you ask them, do you love me? Liebst du mich? See how many hugs you get. Because people are not very available. Denn Leute möchten sich nicht so gerne in Verbindung bringen. Einfach so. So we look for availability. Everyone is looking for love, inclusion, welcome, being able to relax, to feel at home. Wir alle sind auf der Suche danach, dass etwas für uns da ist. Nach Liebe, nach Sicherheit, nach Zugehörigkeit, dass wir uns heimatlich fühlen können. But if we look for that in a place where we can't find it, we're going to be very sad. Wenn wir aber an einem Ort danach suchen, wo das nicht zu finden ist, dann werden wir traurig sein. Certainly in England, depression is very, very prevalent in teenagers. Und man kann sagen, dass diese Art von Depression zum Beispiel bei Teenagern oft auftritt. High levels of alienation, loneliness, increasing levels of suicide attempts. Man fühlt sich sehr entfremdet, einsam und die Bereitschaft, sich zu töten, steigt. Not insecurity. Sehr viel Unsicherheit. Because of course the self is a construct. Denn das Selbst ist ja gebaut, eine Konstruktion. And that fact is painfully experienced by most of us when we're teenagers. Und die meisten von uns erleben das schmerzhaft, während wir im Teenageralter sind. We're trying to find ways of formulating ourselves that are bearable for ourselves, but also workable with other people. Und wir versuchen uns in einer Art zu formen, die für uns selber erträglich ist und trotzdem im Kontakt mit anderen Leuten noch funktioniert. Most of us have somewhat strange and difficult sexual experiences.
Die meisten von uns haben irgendwelche befremdlichen oder schwierigen sexuellen Erlebnisse. With that painful sense, what am I doing here? Mit dieser schmerzhaften Frage, was mache ich hier eigentlich? How did it come about that this is happening? Ist es bloß dazu gekommen? If I knew how you look with your clothes off, I wouldn't be here. Hätte ich geahnt, wie du ohne Klamotten aussiehst, wäre ich bestimmt nicht. These things are very painful and embarrassing. Diese Dinge sind immer so schmerzhaft und peinlich. Because we don't know, we're carried away with some projected fantasy. Weil wir eben echt nicht wissen, weil wir von irgendwelchen Fantasien sozusagen davongetragen werden. And we're wanting to be loved, we're wanting to have some connection, but we've got no idea that this person, who I feel I love, is actually a pattern of energy, which is opening and closing, I don't know where I am. Wir möchten ja geliebt werden, wir möchten Kontakt haben, haben aber keine Vorstellung, dass diese Person, von der ich mir, wo ich denke, ich liebe die, einfach nur eine energetische Musterung ist, die sich öffnet, verschließt. Ich habe keine Ahnung, wo ich dran bin. This is a pulsation of anxiety in connectivity. Ein ständiges Pulsen von Anspannung und Verbindung. The process of meditation is to stop making these insane demands on other people to be completely relaxed and open and spacious. Und in diesem Prozess der Meditation geht damit dann ja auch aufzuhören, von anderen zu erwarten, dass sie für uns vorhersehbar sein sollen und unseren Vorstellungen und Wünschen zu entsprechen. And then we can start to look for the infinite hospitality, the infinite welcome, where it is always available. Und auch in uns selbst. Und da können wir anfangen, diese Weite der grenzenlosen Gastfreundschaft in uns selbst zu entdecken. We go back to the mother. Wir gehen zur Mutter. The mother is our mind. Die Mutter ist unser Geist. The ground of all our experience. Der Urgrund all unseres Erlebens. Okay, so if it's just after one, we can go back at 3 o'clock. Wir sind 3 Uhr, bitte alle wieder hier. Good.